Bevor wir starten, gibt's erstmal einen Kaffee. Dieser Kaffee ist wirklich legendary. Die Röstung, die kommt auch hier aus Zürich vom Hennauer. Finden wir richtig toll. Das ist eine Rocket, eine richtig schöne italienische Espressomaschine. Ich liebe sie heiß und auch unsere Kunden und Mitarbeiter finden sie total lässig. Da gibt es noch ein paar andere Anekdoten, aber die erzähle ich jetzt nicht in diesem Vlog, sondern im nächsten werde ich dann mal noch erzählen, was wir denn sonst noch mit dieser Kaffeemaschine so machen. Und ein kleiner Spoiler, wir haben sogar mal einen Barista-Kurs dafür gemacht. Also alle meine Mitarbeiter, dass eben wenn Kunden kommen, dass das ein richtig toller Espresso ist. Und jetzt muss ich mich ein bisschen sputen. Let's go. Der Grund, warum ich mehr vlogge, ist ganz einfach. Ich glaube, eine ganze Ästhetik in diesem Filmemachen wird sich jetzt in den nächsten paar Jahren massiv verändern. Und auch für unsere großen Kunden wie Swisscom, Post, Postfinanz, CSS und so weiter und so fort, die sollen natürlich auch von diesem Bildstil profitieren und deswegen trainiere ich ein bisschen. Und ich glaube auch, dass gerade nach dieser Covid-Zeit noch ein bisschen mehr Nähe und wirklich auch ein Einblick in das Leben von Menschen wirklich auch richtig gut tut. Und deswegen nehme ich dich ein bisschen mit, wie beispielsweise an dem heutigen Tag. So, ich muss weiter. Morgens Kaffee trinken über den Dächern von Zürich ist schon was sehr, sehr Geiles. So kann man einen Tag starten wie eben den diesen. Was heute so abgeht, das erzähle ich dir gleich, denn jetzt muss ich noch ein paar Sachen machen. Tschuh! So, on my way back to business. Ich darf Konzepte schreiben, wie beispielsweise für L'Oréal, einen großen Vermögensverwalter. Die brauchen eine Storytelling-Strategie und die habe ich die Ehre auch zu schreiben mit dem Contentplan, Redaktionsplan und hast du nicht gesehen. Also wirklich eine Wahnsinnsnummer und auch eine Wahnsinnsehre. Am Nachmittag darf ich noch zwei Hemden abholen gehen zu meinem Schneider. Ich habe ja einen Vlog gemacht im Sommer und bin dann mit den kurzen Hosen zum Schneider gegangen. Wenn ich so eine Content-Strategie mache, dann überlege ich mir, was könnte ein Bild sein, eine Analogie, was die Kundinnen und Kunden aus ihrem Leben kennen. Beispielsweise, was ich wahnsinnig toll finde, ist auch mit irgendwelchen haptischen Möglichkeiten im Visuellen zu arbeiten. Ich finde es wahnsinnig toll, wenn man sich überlegt, gut, woher kommen sie und was war in ihrer Kindheit. So finde ich beispielsweise, wenn man wieder Tape Decks hervorholt, Paper Planes, also Papierflugzeuge, mit diesen habe ich wahnsinnig gerne gespielt, dann weckt das irgendwie so Kindheitserinnerung und ich bin ziemlich davon überzeugt, dass wenn man das in sein Storytelling bzw. auch in seinen audiovisuellen Stil einbauen würde oder einbaut im Allgemeinen, dann kriegt man wie so ein Anker in die Kindheit der Personen. Und das ist etwas, das ich immer so ein bisschen versuche hinzukriegen, dass ich eine Analogie mache, die irgendwo einen Anker hat im Leben oder in der Vergangenheit eben der entsprechenden Zielgruppe. Und das ist gerade meine Herausforderung bei eben dem Job, den ich jetzt gerade mache. Was ist die Analogie? Was ist die Core-Story? Was ist die Brand-Story, überlege ich mir da. Und wie kann man diese Brandstory eben in verschiedenen Content-Formaten, klein, mittel, groß, sehr snackable auch, weil wir haben ja alle immer wieder
mehr oder weniger Zeit. Und deswegen, manchmal hat man Zeit für einen Dreigänger und kann wirklich viel zu sich nehmen und ist auch bereit, ein, zwei, drei Gänge sich reinzuziehen. Und dann hat man wieder wie weniger Zeit. Und wenn man weniger Zeit hat, dann braucht man teilweise einfach, wenn man beispielsweise auf dem Klo sitzt und sich einfach mal kurz was reinziehen möchte, einfach so einen kurzen Snack. Ist natürlich auch eine Frage des Funnels beispielsweise. Also von wo nach wo kommt eine Person? Was ist der Touchpoint, den er zuerst sieht oder den sie zuerst sieht? Und dann nachher will man beispielsweise über eine Microsite oder eine Landingpage gehen, dann macht es natürlich Sinn, dass man draußen zuerst auf dem Snack irgendwas anteast, dann auf der Seite dann eine längere Version präsentiert, beispielsweise mit einem ganz klaren Call to Action, wo dann nachher eben die Conversion stattfinden soll, ob das irgendwie ein White Paper Download ist, eine Sales Anfrage und so weiter und so fort, um eben auch Kundendaten zu sammeln. Das finde ich so die ganz einfachen Tricks. Und deswegen, um das zu machen, gehe ich jetzt back to the office. Was heute auch noch auf dem Plan steht, ist die Vorbesprechung des morgigen Drehs. Wir entwickeln ja viele Formate für unsere Kunden, also Videoformate. Eines davon ist wie eine Art Quiz. Du siehst, es ist gar nicht so einfach mit diesen Taschen. Und bei diesem Quiz, dort haben Geschäftsleitungsmitglieder 45 Sekunden Zeit, eine Frage aus der Belegschaft zu beantworten. Und davon machen wir glatt 8 Fragen für 2 Videos, quasi wie eine Staffelproduktion. Und die Vorbesprechung, die steht heute auch noch an. Die ist wahnsinnig wichtig, damit wirklich alle aligned sind und der Kunde wirklich auch das bekommt, was er möchte. Also Expectation Management im Allgemeinen finde ich etwas vom Wichtigsten. So, los geht's! Herein in die gute Stube. So sieht's aus bei uns. So, herzlich willkommen bei Corp Media. Jetzt sind wir angekommen. Das hier, das ist die Produktion, wie du gesehen hast. Hier ist quasi Geschäftsleitung, also ich und das Backoffice mit Claudia und auf dem Tisch, wo jetzt gerade die Kamera steht, dort ist der Film mit Gianluca und Larry als DOP. Hier arbeiten wir seit jetzt 5 Jahren. Vorher waren wir an der Froschergasse, da ist jetzt mein YouTube-Studio und auch mein Talk-Setting eingerichtet und dort mieten sich auch sehr viele Kundinnen und Kunden ein für Livestreamings und dies und das. Wirklich ein sehr, sagen wir, vielschichtig nutzbares Terrain mit alles Lampen und so zeige ich dir natürlich auch in Vlogs. Also wenn du die nicht verpassen willst, dann lass mir doch ein Abo da. So, ich habe gesagt, es ist noch einiges wirklich auf dem Zettel, gerade ein paar Konzepte, ein bisschen Akquise mache ich jeden Tag, muss natürlich sein und deswegen muss ich mich jetzt sputen und so richtig Gas geben. Let's go! Konzepten, bis die Ohren wackeln. Gut, also schreib mir das mal auf und schickst du das durch. Das ist okay. Gut, danke, bye bye. Teilweise denkt man Sachen wirklich einfach zu schwierig, zu komplex. Und ich glaube, das habe ich jetzt auch gemerkt über die Jahre hinweg, mit je mehr Erfahrung das ist, mit sich bringt, wenn man halt wirklich einfach immer und immer und immer wieder dranbleibt, produziert, Kunden zuhört und vieles mehr, dann kommst du auf wirklich sehr einfache Ideen, die auch in der Umsetzung sehr einfach sind, aber einen vielen größeren Impact hat. Darum fragt man sich natürlich auch immer, was ist wirklich das, was kostet? Ist es die Idee oder ist es die Umsetzung?
ich glaube eigentlich, die Idee sollte viel mehr gepreist werden. Wir leben aber heute in einer Zeit, in der praktisch eigentlich nur noch für die Arbeit gezahlt werden will. Und ich denke, da könnte auch noch ein bisschen ein Umdenken stattfinden. So, wie gesagt, heute auch noch auf dem Plan steht, ich muss zu meinem Schneider. Und warum? Weil ich zwei neue Hemden geschenkt gekriegt habe vom The Tailors Project. Das sind meine Schneider. Richtig tolle Guys, Kevin. Ich finde ihn auch als Rapper sehr, sehr geil. Hat ein neues Video rausgebracht. Ich zeig dir hier einen kurzen Ausschnitt. Yeah, schau mal, wie ich wieder mit Freude spucke. Bin immer noch atemberaubend wie Heuschnupfen. So viel Energie, schau, wie ich an den Bäumen rupfe. Das Bild von mir wird sich in deine Träume schmuggeln. Toys tun gern gespannen wie trockene Haut und geben die Hoffnungen auf, wenn ich sie... Fresh, nicht? Ich finde ihn super. Ist auch ein Guy von der Freestyle Convention, hat bei den ganzen Rap Battles so 2000, 2010 immer Zweiter gemacht. Für Gold hat es dann eben doch nicht gereicht. Und den gehen wir jetzt besuchen. Und der Magen, der knurrt auch. Also, los geht's. Was ich das Geilste an meinen Tagen und der Arbeit finde, ist, dass so viel Unterschiedliches ist. Es ist auf der einen Seite ist es sehr strategisch, also sehr viel Denkarbeit, Konzept. Es ist sehr viel Kundenkontakt mit Korrespondenz. Wem kann ich welchen Gefallen tun? Was kann ich ihm oder ihr abnehmen? Was würde ihre oder seine Kommunikation verbessern? Das sind alles so Themen, die mich umtreiben, eigentlich fast jeden Tag. Und nachher ist es natürlich eben auch ein Handwerk. Das Filmemachen ist ein Handwerksberuf. Und nach dieser ganzen Konzeptionsgeschichte oder sogar mit der ganzen Konzeptionierung muss man sich eben überlegen, hey, wie wird das dann umgesetzt? Was sind die Baupläne? Welche Einzelteile brauchen wir, um eben diese Geschichte zu erzählen? Es ist ein bisschen wie wenn man beispielsweise Möbelschreiner wäre. Da braucht man ja auch eine gewisse Schrauben. Das sind beispielsweise auch die Anschlüsse. Oder eben noch genauer bei den Anschlüssen sind es, wie wird das Ganze zuerst zusammengesteckt? Was ist der Leim? Was ist der Gesamtlook and Feel? Und das sind alles so Themen, die ich so alles in allem wirklich einfach liebe an dieser Arbeit, die ich jetzt seit 13 Jahren mit dieser Firma Corp Media mache und wirklich wahnsinnig viele tolle Menschen, tolle Unternehmen, kleine, mittlere und vor allem ganz viele, ganz große weiterbringen kann auf ihrem Weg. Und das ist für mich eine richtig tolle Genugtuung und macht richtig Spaß. Und natürlich das Abwechslungsreiche. Kein Tag ist wie der andere. Ich hätte gerne so ein Fußbrot mit Saftschinken, bitte. Besten Dank. Merci. Hab nachher noch ein Meeting, aber jetzt gehe ich zuerst einmal zum Schneider. Wie hat Materia so schön gesagt, beziehungsweise Masimoto, jeder macht mal Fahrfehler in der Favela. So, etwas vom Wichtigsten finde ich ist Pünktlichkeit. Ich weiß auch nicht, ob ich das vom Radio her noch habe, weil da natürlich die Stunde immer um Punkt angefangen hat und die News beim Radio auch immer um Punkt anfangen. Und deswegen Pünktlichkeit irgendwie, das ist so wie einfach rein trainiert. Parkplatz Nummer 9. Das Geilste an der Nummer ist, weil sie ein Geschenk ist, weiß ich überhaupt nicht, wie die Hemden aussehen, die ich bekomme. Vielleicht sehe ich demnächst im nächsten Vlog aus wie ein Papagei. Könnte ja sein. Once again! Alles gut. The homie. Wir haben gerade im Vlog deinen neuen Track gehört. Im Auto. Hä? Im Auto? Nein, hier im Vlog ist er drin.
müsst ihr kaufen. Unten ist der Link. Nicht nur einfach nur streamen, sondern kaufen. Gerade die Charge ist natürlich jetzt gerade während Corona doch ziemlich gebeutelt. Und jeder Download und hier Barra, das hilft denen auch. Aber er hat natürlich noch ein geiles Business. Und ich bin gespannt, was für Hemden er mir schenkt. Ja, gerne. Hoi. Hoi. Ich kriege nichts für den Menschen, ich bezahle hier ganz regulär, aber die Typen, die haben es echt drauf und machen halt alles möglich und das finde ich auch sehr geil. So, und jetzt schauen wir uns mal die neuen Hemden an. Ah, das ist aber schön, Hemd. Ah, krass, da oben ist die Knopf zu. Ich kann das glaube ich gar nicht. Hey, es geht und es fühlt sich gut an. Es fühlt sich gut an. Ich kann atmen. Geil, nein, ist geil. Ja, ist schön. Gefällt mir. Blau, leicht kariert. Siehst du? Das ist auch geil. Und ein bisschen weniger hart. Weniger hart als das Weiße. Mit der Krawatte ist es auch schön. Probieren das mal. Yeah. Schick. Hey, voll geil. Nehme ich gerade mit? Nein, kann ich nicht, weil das ist Science von Kevin. Hey, ich würde sagen, wir machen hier Schluss. Ich habe nämlich auch keine Batterie mehr, muss eine neue holen gehen. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann gib mir einen Thumbs up. Abonnier den Kanal, wenn du noch nicht hast. Wenn du neu auf diesem Kanal bist, begrüße ich dich sehr herzlich. Taylor's Project, der Kevin.